Jo, was geht ab bei euch auf der Erde? Terrafox hier von der Erde. Nun sehen wir hier ein neues Sonic Fangame. Und zwar das Sonic Fangame Sonic Robo Blast Not Whole Coast Demo. Es ist nicht Sonic Robo Blast 2. Und ich habe nachgeguckt, was ein Not Hole ist. Das ist ein Astloch. Wisst ihr, was ein Astloch ist? Ich weiß es jetzt. Hört sich an wie eine Beleidigung. Dummes Astloch, du. Ist aber. Ja, das ist das, was beim Holz. Wenn dann Ast gewachsen ist, übrig blieb, irgendwie so. Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Und jetzt sehen wir hier, das ist jetzt von Ethnic auf Sonic Fangames Haku hochgeladen. Und wir sehen kein Input-Mapping. Ja, kaum Controller wieder nicht unterstützt. Wir gehen jetzt auf, also wir spielen jetzt mit Tastatur. Und hier sehen, wie Sonic sich verändert. Na, das Intro. Sega. Zaje. Das ist eine 2020 Demo. So ein Sonic Fangames Haiku. Hier sehen wir es nochmal. Ja. Dort kann man sich die ganzen Sonic Fangames runterladen. Und wir haben jetzt hier Sonic Roboblast! Nicht zu verwechseln mit Sonic Robo Blast 2 von Team Sonic Team U Junior. Auch nicht zu verwechseln mit Sonic Robo Blast 1. Das ist auch vielleicht von Sonic Team U Junior, aber ich weiß nicht, ob das Spiel wirklich existiert, Sonic Robo Blast 1, aber das ist jetzt hier Sonic Robo Blast. Not Whole Coast Demo. Und sie sehen wieder schön gemacht. Mit der Extras gehen wir mal rein. Mal gucken, was da ist. Spinder, Snow, yes, okay. Starten wir das Spiel. Natural Coast Zone, Act 1. Und da kommt Sonic angesprungen. Welcome. Robotropic, okay. Das ist das Starship, dann Snow-Roboter. Okay. Okay, der kann in der Luft. Was macht er da? Wenn man in der Luft nochmal springen drückt, dann macht er das ja. Dann reißt er die Hände nach oben und freut sich, oder wie? Oh. Das ist doch eher wie ein Move, glaube ich. Wow. Okay. Keine Ahnung, wie dieser Move heißt, aber das ist neu. Das ist neu, nein. Der Move kenne ich nicht. Man kann hier. Könnt ihr das sehen? Man kann hier die Richtung, man kann die Richtung verändern, wenn man während des Sprungs nochmal Sprung drückt. Und im Hintergrund hört man Musik wie aus Sonic Robo Blast 2. Green Flower Zone. Keine Ahnung, woher die Musik herkommt, genau. Wir auf Sonic Robo Blast 2 kommt mir die bekannt vor. Eine leicht veränderte Variante. Und wir sehen, ich versuche gerade hier hochzukommen. Auf die Palme. Okay, ich versuche die Palme zu erreichen, um da hochzukommen. Halt dann nochmal. Ist da ein Ding, ey? Wieso kriege ich die Palme nicht? Komme ich nicht auf die Palme hier? Mit dem Special Move vielleicht. Ja, mit dem Special Move haben wir bekommen. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Aber die Palme hat uns irgendwo hingebracht. Okay. Okay, wir haben jetzt das mit dem Soundeffekt auch aus Sonic Robo Blast 2. Wenn man da diesen Wildschild hat, dann kann man in der Luft nochmal. Funktioniert der Special Move nicht mehr. Aber man kann dann. Ja, in der Luft ein bisschen gleiten oder so. Einen Doppelsprung machen. Glauben. Na, Doppelsprung heißt das. Ganz normaler Doppelsprung kann er dann machen. So, fehlen noch zwei Ringe für 100 extra Leben. Okay. Fehlen zwei Ringe für 100 extra Leben. Genau. Fehlen noch zwei Ringe bis zu 100 Ringen. Und dann bekommt man extra Leben. Das wollte ich sagen.
Okay, ich laufe jetzt nach links. Das ist nicht, ich glaube, das ist nicht die richtige Richtung. Okay. Wo geht's lang? Ja, die Melodie ist aus Sonic Robles 2 irgendwie entnommen worden. Ja, da war ein extra Leben, guck mal da hin. Keine Ahnung, aber wir sind jetzt hier. Bossgegner. Bossgegner. Oh nein, Bomben. Wow, das kann er auch. Okay. Ja, den Bossgegner erledigt, wir haben 152 Ringe, sehr gut. Sonic got to Act 1. Okay, Time-Bonus 500. Ring-Bonus ist sehr hoch. 25.700 Punkte. Vielleicht bekommen wir 50.000 Punkte neues extra Leben. Mal gucken, ob das so eingebaut worden ist. Jetzt haben wir Not Hold Zone 2. Ja. Ist nicht schwer, das Spiel, es ist aber, wie man sehen kann, klassisches Sonic-Spiel. Aber ich dachte, das wäre eine Grube. Da ist eine Brücke drauf. Wo jetzt hier lang, wenn man hier hoch geht? Die Plattform ist aber groß. Gefällt mir. Das ist ja etwas zu einfaches zu erreichen. Und die Bad-Acts können gar nichts, wie es aussieht. Wow, scheiße. Ja, so wie es aussieht, hat das Spiel einen eigenen Soundtrack. Und sonst, was soll ich schon sagen? Ah! So, okay. Jetzt haben wir das Elektroschild. Oh, wir haben jetzt wieder einen neuen extra Leben bekommen. Was ist denn das? Homing Attack kann der? Was ist denn für ein... Ah! Da, mit dem Elektroschild kann er einen Homing Attack machen. Okay, das ist neu. Das ist wirklich sehr neu. Das ist ja... Ja, wir können keine... In welchem Spiel geht das bitte schön? Die beiden hier umkreisen einen so. So. So, mal diesen Ringmotor mit. Okay, so das gerade für ein Move. Zwei Ringe noch. Zwei Ringe noch! Zwei Ringe noch, verdammt nochmal! Scheiße! Ah. Zwei Ringe fehlen einem. Als abgegrast hier schon, alle Ringe sind hier aufgesammelt worden. Okay, wir haben es geschafft. Oh, diese Palmen, ey, die. Okay. Neuer Endgegner. Oh, Dr. Robotnik. Okay. Drei Schüsse nur, drei Treffer nur, und er ist erledigt.
Oh ne, es geht weiter. Hey, der Schild ist weg. Verarsche unser Spiel mit dem Schild. Ist weg. Man bekommt ihn ja gar nicht zu erreichen. Oh, so geht's also. Okay. Okay, so doof trifft man den. Irgendwie ist ein langweiliger Endgegner. Man muss hier schön aufpassen. Und immer schön ausweichen. Okay, das reicht auch noch nicht aus. Oh Mann, ich bin zu nervös. Nicht, dass ich jetzt hier einen Fehler mache. Ah, wir haben es geschafft, ohne einmal getroffen zu werden. Okay. Oh, er ist weg. So, jetzt nehme ich auf die Kapsel. Springt er von der Kapsel runter. Oh. Oh, 900 Punkte fehlen für 50.000. Vielleicht kriegen wir noch ein Act V oder so. Nee, das war's. Okay, das war Sonic Roboblast. Oh, da unten steht noch was auf Japanisch. Verdammt, mein Japanisch ist nicht gut genug. Ich habe ein bisschen Japanisch angelernt per Lern-App. Also ein bisschen kann ich die Zeichen schon lesen, aber sehr bisschen nur. Die da hinstehen, konnte ich jetzt nicht lesen. Okay, wer hat das jetzt nun eigentlich programmiert? Snick, Mirage, Tekken Command Staff, Zone, Hexwalker, Programming Staff, Akumajin, Shop X64, Tails 499, Tyson Tail, Core Framework und Development Staff, Nihil, Tails von X und so weiter und so fort. Sprite Artists. Kann man den Sonic bewegen, rechts und links? Ja, oh, der kann man sogar rechts und links bewegen, den Sonic, der hier hinten, ist. Schaut euch das mal an. Das ist ja knuffig. Man kann ihn bewegen. Okay. Composers. Deadly Name is Phantom Cryptic, Polar Point, Snick. Additional FSS, SFX, okay. Wenn ich jetzt die Entwickler von Sonic Roboblast 2 kennen würde, könnte ich jetzt sagen, ob die welche dabei sind, die auch Sonic Roboblast 2 mitgespielt haben. Perfect Chaos Zero vielleicht. Keine Ahnung. Na, Special Thanks Sonic Team Junior, da steht Sonic Team Junior bei. Okay, ja, und die haben auch Musik davon verwendet und auch den Namen genommen. Yuji Naka wird hier genannt. Hirokazu Yasuhara, Debitz, Hiroka, Team K Dash, Dragon Wolf Leo, Apollyon Vix, Helix Head and you. Kann er auch springen? Ja, er kann springen. Ja. End of Demo. Okay, das war's. Okay. Warum das jetzt? Okay. Da sind wir wieder am Anfang. Hier können wir noch dieses. Aber das machen wir jetzt nicht nochmal. Okay, wir haben das durchgespielt, Leute. Das ist nicht von Sega, aber auch nicht von dem Sega. Oh Mann. Okay, das war jetzt auch wieder eine schöne Demo. Das war jetzt Chase 2020 Demo. Ich muss sagen, hat mir gefallen. Wäre nicht schlecht, wenn man noch was andere Charaktere spielen könnte. Aber ja. Kennen wir. Und hier sehen wir das Intro. Auch schick gemacht. Sonic Roblast. Von Sage von der zweiten Demo. Early Steam. Okay. Early Steam. Ach genau, er hat Early. Earless Sonic war das. Dieser knuffige kleine Sonic, den man am Ende steuern konnte. Der heißt Earless Sonic. Genau, mir ist der Name nicht eingefallen. Weil er so ohrenlos ist.
Okay, das war jetzt alles, was wir jetzt sehen können. An euch vielen Dank fürs Zusehen, wie immer. Bleibt gesund, Leute, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Wupp.